Er war ziemlich oft im Campus und hat an diesem Campusbrett trainiert. Und dann war man natürlich auch am Waldkopf draußen. Und da hat er dann einzelne Züge eben versucht zu klettern. Und er war, du hast gemerkt, dass er mental auf einer ganz anderen Ebene war zu dem Zeitpunkt. Also er war wie abgeschalten teilweise. Das Training am Hangelbrett erscheint ihm wie ein Terroranschlag auf die Fingergelenke und inspiriert ihn zum späteren Routennamen Action Direct.